Herzlich willkommen zum Let's View dieses Filmprogramm, neues Filmprogramm Nummer 9069 meine ich, von dem Film Batman, dem Tim Burton Film. Das ist ein Filmprogramm, was mal in einem Kino in Österreich ausgelegen hat zu dem Film damals. Das ist also auch aus dem Jahre, ich glaube es ist so 89 gewesen, aber das sehen wir gleich nochmal, wenn wir uns das genauer anschauen. Es ist kein sehr umfangreiches Filmprogramm, deswegen ist dieses Let's View relativ kurz. Genau, schauen wir uns einfach an. Hier sehen wir schön ein tolles Artwork von Michael Keaton als Batman. Im Hintergrund sehen wir den Joker Jack Nicholson. Ein bisschen in Lila gehaltenes Programmheft. Ist wie gesagt auch sehr, sehr dünn. Das stammt aus Österreich. Gibt es bis heute noch das Ganze, diese Filmprogramme. Und hier sehen wir, es ist wirklich auch nur eine Seite, deswegen brauchen wir gar nicht so viel. Blättern wir leider nicht so viel, sage ich mal so rum. Auch ganz einfach aufgebaut. In der Mitte haben wir den Titel und die gesamte Credit-Leiste, die ganze wichtige Stammbesetzung von Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, über Billy Dee Williams als Harvey Dent, unseren wichtigen Star Wars-Kandidaten von Lando Calrissian, Jack Palance als Grisham und Jerry Hall, damals Mick Jaggers Ex-Frau oder Frau, hat Alicia gespielt. Ja, Tim Burton Regie, Danny Elfman die großartige, unvergessene Musik. Und dann haben wir unten einfach den Inhalt über den Film. Was steht da denn Schönes? Gotham City ist eine amerikanische Metropole am Rande des Zusammenbruchs. Überall regiert das Verbrechen. Wuchtige Wolkenkratzer haben den Rest der von Menschlichkeit erdrückt. Ja, und dann taucht der Batman auf. Und die Reporterin Vicki Vale versucht herauszufinden, wer Batman ist. Naja, und dann eben halt die Geschichte, dass der Joker kommt. Und hier haben wir jetzt wunderbare, schöne Motive. Oben links fangen wir mal an, da haben wir Batman in dieser Pose, wo er seinen Betthaken schießt. Dann darunter Jack Nicholson als Joker. Das ist ja so eine Szene aus seinem Werbespot damals, wo er hat ja so einen kleinen Werbespot, das hat Joker ja präsentiert. Auch richtig lustig. Und das Batmobil gerade, was vor der Galerie stand, wo er kommt ja gerade mit Vicki Vale raus, dem Batman im Hintergrund. Auch ein sehr cooles Batmobil. Dann haben wir den Joker wieder rechts, wie er da Geld um die Häuser wirft. Und dann Batman schwingt mit Kim Basinger in den Sonnenuntergang. Unten Vicki Vale hält nach Bruce Wayne Ausschau. Ja, das sind jetzt diese Motive. Und dann blättern wir auch schon mal um die letzte Seite. Und da haben wir auch ein wunderbares Porträtbild von Michael Keaton und Kim Basinger, was damals ja auch promomäßig dann verteilt wurde. Richtig cooles Bild. Unten lesen wir nochmal ein neues Filmprogramm. Im Oktober 1989 erschienen in Wien. Wurde damals so rausgebracht. Richtig cool. Lege ich jetzt hier rüber. Denn das war das kurze Let's View zu diesem Filmprogramm von 1989 zu Tim Burtons Batman. Wenn euch es gefallen hat, kleines Like, darüber freue ich mich. Und kommentiert, kennt ihr das Filmprogramm oder ist euch was aufgefallen, was ich jetzt übersehen habe? Habt ihr den Film damals im Kino gesehen? Ich habe ihn ebenfalls gesehen, das ist auch unvergessen. Und schreibt mir, was ihr denkt. Ansonsten bis zum nächsten Mal.